Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator und wir tun heute LKW-Batterien nach Hamburg liefern. Wir nehmen den Auftrag natürlich an und legen los. So, in der nächsten Woche werden wir auch mal wieder Aufträge machen von meinem LKW, also das heißt, wir fahren diesmal keine schnellen Aufträge. Ich habe nur in letzter Zeit wenig Zeit tatsächlich das zu machen, deswegen mache ich aktuell nur schnelle Aufträge, aber ja. Ach so, übrigens, es werden jetzt immer 2 Videos am Tag kommen, das heißt, ab heute beginnt das, dass dann immer 2 Videos am Tag rauskommen, einmal 15 Uhr kommt ein Video und dann einmal um 20 Uhr. 15 Uhr ist ja immer so, dass da ein Video kommt, jetzt kommt aber auch um 20 Uhr noch ein Video. So, jetzt können wir, glaube ich, loslegen. Sollte jetzt okay, nicht mehr laggen. So. Mach mal hier bei mir kurz ein bisschen die Lautstärke leiser. So. Okay, so müsste es funktionieren. Denke ich mal. Ich merke auch gerade, wir haben einfach 1,4 Millionen Euro. So. Wir fahren los. So. Ich merke jetzt schon, dass es wieder rumlegt. Das freut mich überhaupt nicht. Ich fahre jetzt einfach. Ist mir egal, wenn es jetzt rumliegt. Das ist auch wirklich halt einfach nur immer in diesem Spiel. Ne? Nur in diesem Spiel leckt es rum. Sonst gar nicht. Die anderen Spiele, da leckt es null. Immer hier. Könnte auch sein, dass man hier in der Stadt ist oder so. Es leckt aber schon wieder. Merkt ihr diese Ruckler? Jetzt ist es gerade still und gleich ruckelt es wieder. Also, ja, da hat es jetzt wieder geruckelt. Ist auch egal. Mehr machen kann ich nicht. Wird einfach wahrscheinlich dann bald kein Euro Truck Simulator 2 Video mehr geben. Und dann links ab. So, ich spiele natürlich auch wieder mit dem Lenkrad. Biege nach links ab. Warum bremst er denn jetzt schon? So. Werd grün. Danke. Aber ich muss mir auf alle Fälle irgendwann ein neues Lenkrad holen. Das steht auf jeden Fall fest. Mit Gangschaltung. Das wird geil. So, wir müssen jetzt mal hier auf die rechte Spur. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin gerade in Kiel, ne? Weil wir fahren von Kiel nach Hamburg. Biege nach rechts ab. So. Perfekt. Okay, jetzt sind wir auch gleich auf der Autobahn. Hier gibt es hier. Ach. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Hier muss ich die nehmen, genau. Nimm die Ausfahrt rechts. Boah, ich habe so Bock, wenn ich auch den Führerschein habe. Einfach nur die ganze Zeit irgendwo hinfahren. Ich fahre gleich safe dagegen, jo. Mhm. Okay, alles klar. So. Das finde ich auch kacke in diesem Spiel. Das heißt, man lenkt, aber irgendwann bleibt es einfach stehen und man kann es nicht weiter lenken. Das ist so ein behindertes Etwas. Ja, gut. So. Aber kann man halt auch wenig machen, aber ist nicht so schlimm. Die wollen mich hier alle überholen oder was? Ist es. So. Ah ne, ich muss mich nicht jetzt bewegen. 80 da, nee, nur
fahren. Warum denn nur 80, Junge? Man kann hier locker 100 fahren. Warte mal, ja. Achso, ich darf nur 80 fahren. Stimmt. So. 17.30 Uhr. Dann muss ich angekommen sein. 16 Uhr oder was? Ah ne, wir haben es gerade 16 Uhr und 17.30 Uhr muss ich ankommen. Okay. Also Leute, ich könnte möglich sein, dass das heute mal ein bisschen so eine XXL-Folge wird. Also was heißt XXL-Folge? Eine XXL-Folge, wie gesagt, weil ich glaube nicht, dass das länger als 15 Minuten geht. 80 Kilometer noch. Ja doch, könnte möglich sein, dass es 15 Minuten geht. Ich mag es ja nicht so, wenn ich jetzt länger Videos mache. Praktisch 15 Minuten ist bei mir eigentlich schon so eine Grenze. Mehr als Minuten will ich nicht machen, weil er guckt sich dann bitte schon 20 oder 25 Minuten mich an. So. Erstmal die Polizei anrufen. So. Na, aber nur, dass ihr wisst. Weil eigentlich will ich nie 15 Minuten Videos machen. Also eigentlich nur bis 12 oder so. Aber manchmal ist es unmöglich, einfach kurze Videos zu machen. Gerade hier bei Euro Truck Simulator, wenn beispielsweise jetzt sowas Probleme kommen. Ich werde wahrscheinlich den Anfang komplett rausschneiden. Geleckt hat, weil das geht schon wirklich, also wirklich einen sehr auf den Sack, wenn dann irgendwas nicht funktioniert. Vor allem, ich habe ja auch so einen Plan, wie ich das alles mache. Und dadurch wird es ein bisschen zerstört. So. Wo müssen wir jetzt nach Hamburg? Aber wo ich auch. Warum vibriert jetzt schon wieder das Lenkrad? Hier ist nichts zum Vibrieren. Bitte links halten. Bin links. So. Bitte links halten. Bin links. Ja. Fahre ich fast. Jetzt muss ich ein bisschen bremsen, weil sonst komme ich nicht um die Kurve. So. Ich gehe jetzt an Geschwindigkeit einfach nur, weil ich hier hochfahre oder was? So. Ja, okay. Perfekt. 80 darf ich fahren. Ja, ich fahre ja 80, wie man hier sehen kann. Unten rechts sieht man doch, die 80 fahre, oder nicht? Was? Einkommen 20.000 Ida. Ah, ich hab Geld. So, hier muss ich runter. Die Ausfahrt rechts. So, jetzt fahre ich hier schön langsam runter. Ey, dieses Lenkrad, das macht mich auch aggressiv. So. Perfekt. Nicht Längenspiel. Okay. Darf ich denn nur 50 fahren in der Ort oder was? Immer geradeaus. So. Rechts halten.
und dann rechts abbiegen. Rechts. Guck mal, die Ampel ist sogar direkt grün geworden, weil die mich gesehen hat. Biege nach rechts ab. Aha, ich kann hier einfach fahren. So, ich glaube, wir sind jetzt langsam auch bald im Industriegebiet angekommen. Was heißt denn? Links halten und dann links. Ah, wo halt die LKW dabei ist, wollte ich sagen. Das Navi redet aber auch die ganze Zeit mit mir. Nö, ich halte jetzt hier nicht bei dieser roten Ampel an. Will ich nicht ein, ich habe schon genug Zeit verloren. Wow. Baum. Interessant, die sind auch mal Bäume. So. Perfekt. So, jetzt sind wir gleich hier bei den Containern. Einen Kilometer noch. Einen Kilometer noch, dann haben wir es geschafft. Demnächst links abbiegen. Nimmst du links ab? Ich will gleich links abbiegen, ey. Was ich aber mache, ist hier einfach durchfahren, ohne auf die Schranke zu fahren. So, zack. So. Biege nach links ab. Ja. Ah, hier sind wir ja wieder. Wir sind heile angekommen. Ich bin vor dem Ziel stehen. Okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Video schon verlinkt. Ja, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Schaut auch noch bei meinen anderen Links in der Videobeschreibung vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein und euer Sander. Ciao, ciao.